ist das da direkt in dem Punkt. Ich hab. Ach, genau den habe ich gesehen gehabt. Ich bleib nicht hier, um das zu. Um zu erfahren, was das für Geräusche ist, wollte ich sagen. Durch, ne? Ich bin jetzt schon durch und ich muss auch arbeiten. Ich fühle mich heute auf der Arbeit einer erschreckt. Wenn es nur aus Versehen ist, ich falle einfach um. So. Wo war der Generator? War der hier? Hoffe, denke. Ja. Meine Schritte immer noch. Alles wird gut. Du lässt mich doch nicht in Ruhe, diesen blöden Generator jetzt befüllen, oder? So, bitteschön. Keine Geduld. Okay, ganz ruhig. Kannst du jetzt? Ja, ein Powerbutton, ne? Der kann Macht haben. Licht ist eigentlich auch da. Ja, 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 ich wusste. Das hättest du auch noch vielleicht? Hm? Nein? Doch, du kommst jetzt von hinten durch mich durch, ne? Ja. Nein? Ich gehe einfach mal. Sind hier überhaupt? Map? Panikknopf? Du Kackteddy, nee. Das sind die. Ach ja, okay. Das macht Sinn. Ja? Die andere schläft schon wieder. Oh. Buch lesen. Es ist also wahr, sie haben an den Patienten experimentiert. Das. Mehr hast du jetzt nicht, aber warum? Aus welchem Grund? Ich wollte gerade sagen. Ja? Wie auch immer, ich sollte diesen Ort verlassen. Ja, solltest du. Mehr hast du nicht zu sagen? Okay. Lassen er einfach ist. Ich sollte diesen Ort verlassen. Oh. Nein. Ich sollte durch die Zwischenwände gehen. Das ist bestimmt eine gute Idee. Ich habe keine Ahnung, wo ich bin.
wieder so ein scheiß Paddy drin ist, ne? Ne, nur Schimmel. Vor mir verstecken. Doch, wenn ich irgendwo so einen blöden Schrank finde. Aber woher weiß ich das? Ach du Heilige. Ja. Was? Was soll ich tun? Wie schnell ist denn der bitte? Was? Die wurden erwischt. Von wo laden wir? Okay. Okay. Irgendwo muss es doch eine Tür geben, die ich aufmachen kann. Das geht doch nicht gut. Tschüss, Schwester Ecke. Als ob. Stürzt es bestimmt ab oder so. Traut er sich nicht. Oh, ich kann mich ein bisschen bewegen. Es geht nach unten. Nur mal so. Wie weit sind wir in diesem Krankenhaus gelaufen? Ihr habt gesehen, wie groß das von außen war, ne? Aber gut. Und ich noch sagte, oh, das ist aber klein. Ich dachte, das war's. Mein Bein tut weh, ich kann nicht laufen. Ja, fein. Stell mal nicht so an, du bist so mit dem Fahrstuhl abgestürzt. Sind wir jetzt mindestens im Erdgeschoss? Komm schon, bitte nicht noch irgendwelche komischen Rätsel finden. Und da, ach, guck mal, da sind wir doch reingekommen. Das ist ein Teddy. Sitzt da wieder so ein schöner Teddy? Das sitzt ein fucking Teddy, oder? Da sitzt ein scheiß Teddy. Fick dich, Teddy. Ich will raus hier. Was ist dein scheiß Problem? Dann renn doch auf einem Bein, so ein bisschen schneller hüpfen. Der ist bestimmt der Grund allen Bösen. Ich sag's euch, der Teddy war's. Der war verflucht und deswegen ist das gesamte Krankenhaus hier zugrunde gegangen. Ja, das ist auch kein Mensch oder. Ah, gut, das ist.
Da hast du mir erstmal eine Hand. Ich wollte gerade sagen, das ist alles ausgestopft mit Teddys. Wenn das so lange hier verlassen ist, ne? Dann müsste diese Hand verrottet sein, außer sie ist echt. Und das wird mich bestimmt gleich jagen. Ich höre jetzt. Hör ab! Warum nicht? Hier ist nichts vor. Du sagst nicht, sie ist verschlossen. Es ist nur, weil jetzt die Hand irgendwie weggezogen wird, ne? Was ist das für ein Geräusch? Wenn das ein Teddy ist, ne? Ich schwöre, ich mach das aus. Das ist ein Teddy. Nein, das bist du. Ja, ja, das macht Sinn. Ey, ich will nicht... Nein, ich gehe da nicht rein. Ich gehe nicht zu diesem... Ja, das habe ich mir gedacht. Was willst du? Geht mir auch, ne? Ja. Und wieder in diesem Moment geht man hin. Ja. Ihr seid heute alle gegen mich. Los, ich möchte dich jetzt mitnehmen. Ding, MRT, nee, nicht MRT, CT. So, wer rennt jetzt vorbei, wenn ich ihn nehme? Oh, nicht Schwester Elke schon wieder. Welche Tür war das beim Schlüssel? Komm schon, ich will das nicht mehr spielen. Sie kommt jetzt, oder? Ich gehe schon mal ein Stück, ich lehne mich schon mal zurück. Bitte? Was steht da? Ja, ach ja, ich bin ja der Auserwählte. Mhm. Ach nein, zurücklehnen. Nicht, das kommt, passiert gleich was. Okay. Jetzt baut ihr auch noch Puppen ein. Ja? So, wie viele ekelhafte Sachen wollen wir in das Spiel einbauen? Ja. Noch einen Clown oder zählt dazu Schwester Elke? Ja. Ist immer noch nicht rein, tut immer noch dein Bein weh, ja. Verbrennt erschrecken eigentlich Kalorien? Müsste doch eigentlich sein, wenn Sitzen, Stehen, Liegen auch schon Kalorien verbrennen. Dann müsste er erschrecken, wenn der
guckst, wo geht der Herzschlag beschleunigt wird. Es ist ja wie beim Joggen. Ja, ganz fein. Kann ich mir erstmal ausleihen? Bitte. Und wenn ja, wie viele Kalorien verbrennt das? Das würde mich motivieren, mehr dieser Spiele zu spielen. Ich mag sie ja sowieso, aber noch lieber, wenn ich zugucken kann und nicht selber das machen muss. Kann man noch nicht rennen? Nein. Ich gehe jetzt. Wenn du jetzt nicht mitkommst, bleibst du hier. Taschenlampe, nicht jetzt. Ich habe irgendwie den Verdacht, dass wir hier gar nicht rauskommen, weil wir der Auserwählte sind. Hast du deine Freundin mitgebracht? Hey. Was denn? Hä? Habe ich das? Schon wieder raus. Mhm. Ja. Also Schatz, das ist jetzt aber, weißt du, ich frag dich seit Stunden, ob wir nach Hause gehen, und jetzt gehst du einfach ohne mich. Das finde ich sehr unhöflich. Bestimmt der Obermacker hier. Hui Bu, das Krankenhaus geschwänzt. Also, wenn sie da Löcher reinmachen würden, dann könnte man mehr sehen. Das ist ja sehr dreckig, dieses Laken, ne? Dann habe ich noch den Bolzenschneider bei mir. Bin ich die ganze Zeit mit dem gerannt. Dieses Zimmer. Ja, wir haben noch einen Bolzenschneider gekriegt. Ja, wir sind tatsächlich mit dem Bolzenschneider gerannt. Ja, das ist ja hier. Oh, da ist der letzte Chosen One hier. Oh, Jumpscare während ich runterkletter vielleicht. Ich nehme mal einen Schluck Kaffee und hoffe, dass ich losrennen muss. Oh ja, Kanalisation. Was haben wir noch nicht? Ja, Kanalisation. Ja, machen wir mal. Kann aber noch nicht rennen. Was ist das für eine Art von Ort? Er ist schon so verwirrt, er mixt manchmal Deutsch und Englisch. Das kann aber auch passieren, wenn man so oft erschreckt wird, dann weiß man gar nicht mehr, was man eigentlich spricht. Und wenn er das so sagt, dann glaube ich, dass ich richtig laufe. Die Kamera wird gehackelt. Was ist mit dieser Taschenlampe los? Nicht mehr so hell hier.
Strom angeschaltet noch. Ist hier keiner. Oh nee, ein Labyrinth. Hallo. Na? Wir wollen ja nicht den Kopf hängen lassen hier. Immer schön positiv denken. Das sollte mich jetzt erschrecken, das Geräusch, das, dieser Anblick oder die Ratte, die vielleicht irgendwo hier gewesen sein könnte. Er ist jetzt nicht so fein, ne? Ach, meine Hüfte tut langsam weh, weil ich die ganze Zeit im Schneidersitz hier sitze. Es funktioniert eigentlich für ein Spiel. Das geht ja jetzt schon fast anderthalb Stunden. Auch so langsam mal Pipi, also bitte nicht mehr so heftige Jumpscares. Also ich muss noch nicht dringend, aber es wäre nicht förderlich. Oh, warum kann er denn nicht rennen? Oh wehe, der braucht gleich irgendwas, was ganz am anderen Ende wieder ist, ne? Ich weiß nicht, ob das richtig ist, aber es sieht mir irgendwie richtig gär aus. Also ein anders aussehender Weg. Danger. Oh, ich bin froh, dass mein Kaffee einen Deckel hat, ne? Ich weiß nicht, ob ich es schon mal erzählt habe, aber mein See steht ja auf dem Boden. Danger. Fragenhelm, ne? Aufgepasst. Und mein Monitor, meine Maus und Tastatur stehen auf einem mini kleinen Laptop-Tisch. Ich arbeite daran. Ich muss mal schauen, wie mein Schreibtisch abgeblieben ist. Und beziehungsweise ob das hier passt. Und ja, so ein Laptop-Tisch, der ist jetzt nicht so stabil. Ne? An dem, wo ich mich erschrecke, wackelt hier alles. Zumindest bei diesem Spiel. Ich finde das auch echt. So, zum Teil gut gemacht, aber viel so Hauptsache Jumpscare. Ich habe den Überblick verloren. Ich weiß nicht, ob ich hierher kam. Ich glaube ja, oder? Achso, es geht jetzt anders weiter. Ja, ich glaube, es geht anders weiter. Das Schlimme ist, ich habe mir selber einen Ohrwurm gemacht vorhin, den ich auch sehr gruselig finde. Ich habe ja zu der Dame oder dem Wesen auf der Liege Schatzi gesagt und seitdem singe ich im Kopf: Schatzi, schenk mir ein Foto. Okay, warum müssen wir eine Planke mitnehmen? Und wohin bringen wir sie? Ich bin jetzt nicht der größte Fan von so Ballermann-Hits. Und ich singe echt in meinem Kopf. Oh, das Erschrecken gemacht mich. Macht mich fertig. Oh, es ist Crime. Jetzt kannst du da nicht mehr durch, oder was? Jetzt in den Ventil drehen, bitte. Ja, da wollte ich vorhin schon dran drehen. Solange sowas passiert, da ist ja das nicht richtig laut.
Aber wohin mit dieser Holzplanke? Ich könnte auch im Dunkeln laufen. Ich wäre froh, dass diese Taschenlampe keine Batterien hat. Sondern einfach nur zwischendurch geschüttelt werden muss. Sie spinnt. Zu sehen, wofür die Holzplanke ist. Danger, okay. Warte mal, hier kam ich ja nur. Nee. Danger. Ja, gut. Achso. Chill. Ich will nicht herausfinden, ob ich fallen kann. Wenn er nicht sogar. Entschuldigung. Ich hab dich schon gesehen. Hahaha. Nix mit Psst. Ha. Ich gedacht, das Ding schubst einen sowieso runter. Augenblicke, ne? Das ist auch Absicht. Ich finde es süß, dass dieses Teufelchen. Also, es macht ein Geräusch, wie Teufelchen. Sah aber schon eklig aus. Aber es macht. Psch, psch. Diese Streifen, hat das irgendwas zu bedeuten? Oder ist das einfach nur von der Kamera? Ich habe die Tür nicht zugemacht. So hübsche strahlende Augen. Ach Mensch, ey. Immer noch nicht. Okay, können wir jetzt? Ja, danke. Okay, das war jetzt oft hintereinander. Damit komme ich dann klar. Ihr müsst ein bisschen mehr Leerlauf zwischenlassen, weil dann rechnet man nicht mehr damit. Am besten jetzt noch einmal. Entschuldigen Sie bitte. Essen Sie das auf? Das ist jetzt nicht so. Fein.
Latsch, latsch, latsch. Danger, do not enter. Warning, Elektrik. Okay. Ja, dann gehen wir doch mal. Handschuhe tragen. Was steht da? Fluxbox 3, minus 2, minus 4, minus 1, 3, 2, 4, 1. Fluxbox 3, 2, 4, 1. Handschuhe tragen. Alle Besucher müssen. Müssen sich im Office erst melden. Erlaubnis muss erst erteilt werden. Sicherheitsvorschriften, Zeichen. Atmosphere. Friends or persons entering this site must comply with the regulations. Helme tragen, Schuhe tragen. Das Zeichen da oben ist eigentlich. Also, ich habe mal so ein Dings gedruckt. So ein Riesenschild. Und da war dieses Zeichen das oberste, ne, drauf. Und das war Achtung, Asbestphase. Danger. Ja, das war's. 3, 2, 4, 1, 3, 2, 4, ah, guck mal. 3, 2, 4, 1. Klick. Ich habe keine Handschuhe getragen. Scheiß auf meine Kamera, ich hoffe, sie nimmt noch auf. Ja. Tut sie? Ah, funktioniert. Mich verscheißern jetzt. Jetzt muss ich andauernd F drücken. Das ist doch nicht dein Ernst. Am besten gleich noch wegrennen oder so, ne? Aber ich dachte, ich habe hier Licht angemacht. Das ist übel. Nein, hört auf damit. Ich will das nicht. Geh schon mal auf Abstand. Hier ist Licht, okay. Das finde ich schon mal gut. Hier ist kein Licht. Öffnen der Entlüftung wird ein Schraubendreher benötigt. Oh, ey. Ich glaube übrigens, jetzt ohne Mist, dass ich Migräne bekomme. Ich habe es gestern Abend gehabt. Also nicht wirklich Schmerzen, aber halt so ein Flimmern auf den Augen. Und dieses Flashlight hier ist nicht gerade hilfreich. Ich brauche also einen Schraubendreher.